Hallo, mein Name ist Adrian. Probieren Sie doch gleich mal dieses neue Spargelrezept aus. Die cremige Ingwer-Hollandaise verbindet sich unglaublich fein mit den frischen Aromen von grünen Spargeln und Schinken. Die gegrillten grünen Spargeln mit Ingwer-Hollandaise und Schinken zaubern Sie in rund 35 Minuten auf den Tisch. Wir brauchen dafür einen Beutel Knorr-Hollandaise, flüssig, 1 Kilogramm grüne Spargel, 250 Gramm rohen Schinken, einen Teelöffel Zitronensaft, 2 Esslöffel Öl, einen halben Teelöffel Salz, einen halben Teelöffel Pfeffer, 10 Gramm frischen Ingwer. Dieses feine Essen ist mit wenig Aufwand zubereitet. Sind Sie startklar? Okay, los geht's! Zuerst heizen wir den Ofen auf 225 Grad Celsius vor. Dann schälen wir die Spargeln und schneiden die holzigen Enden ab. Ein Backblech mit Alufolie auslegen und die Spargelstangen darauf verteilen. Die Spargeln mit wenig Öl bepinseln und mit Salz und Pfeffer würzen. Das Ganze für 10 bis 15 Minuten in den vorgeheizten Ofen schieben. Während die Spargeln garen, den Ingwer schälen und sehr fein würfeln. Die fixfertige Knorr-Hollandaise-Sauce in einem kleinen Topf langsam erhitzen. Die Ingwerwürfel dazugeben und zusammen mit dem Teelöffel Zitronensaft unterrühren. Die Ingwer-Hollandaise über die gegrillten Spargeln gießen und mit dem Schinken servieren. Etwas gehaltvoller wird das Ganze, wenn Sie Ofenkartoffeln dazu servieren. Guten Appetit!